So, wir sitzen noch im Auto. Laut Navi sind wir in 18 Minuten da am Bryce Canyon. Und ja, wenn man hier aus dem Fenster guckt, sieht man ab und zu schon mal ein bisschen was. Und das sieht sehr gut aus und ich bin sehr gespannt, wie es dann ist, wenn wir im Nationalpark drin sind. Ich war schon mehrmals dort, hatte aber immer so ein bisschen das Pech, dass es immer stark bewölkt war. Heute sind zwar auch Wolken hier. Wir haben 71 Grad Fahrenheit, das ist fast die tiefste Temperatur dieser Reise bisher. Aber es sind auch sonnige Sachen am Himmel zu sehen, hier blauer Himmel. Ich glaube, der Tag wird heute sehr gut werden. Denke ich auch und das hoffe ich auch. So, sind wir hier am Canyon angekommen, am Sunrise Point. Das ist aber der falsche Punkt. Hier kann man zwar runtergehen, aber hier sind gerade eine ganze Horde Pferde, also Reiter mit Pferden durchgelaufen. Also das ist auch nicht die Aussicht, die ich kenne. Müssen wir gleich mal sehen, ob wir noch den richtigen Punkt finden. Und sonst, Johnny, wie ist der erste Eindruck? Ja, dieses Biom gefällt mir auch sehr. Also, wir haben ja schon verschiedenste Arten von den Nationalparks gesehen und das hier gefällt mir auch sehr gut. Ja, und der Eintritt würde hier kosten pro Auto $35. Mittlerweile haben wir unsere Karte, die wir gekauft haben, unseren Pass schon lange raus, der ja nur $80 gekostet hat. Und wir haben jetzt den vierten Park, also das ist schon sehr gut. Ja, wie ich es eben sagte, es ist, glaube ich, hier immer bewölkt. Aber heute ist ein Glück, dass es bewölkt ist, denn so haben wir die Chance, hier ein bisschen was zu machen und mal ein bisschen draußen uns zu bewegen, was wir in den letzten Tagen gar nicht machen konnten, weil es da immer 30, 40 Grad gewesen sind. Und da wir ja in den Canyon runter wollen, ist das vom Wetter her ideal, würde ich sagen. Was ist denn da los, Johnny? Was gibt es denn da Besonderes? Schon, wie heißen die Viecher? Also Streifenhörnchen? Ja. Wenn es nur noch 21 oder 22 sind. Ja, Stefan meinte dagegen, wo wir jetzt sind, das ist auch, also nicht, ist es kühler im Gegensatz zu den anderen Sachen. Also bin ich auch ganz froh drüber. Das glaube ich. Du weißt, so, als wir beim Bryce Canyon waren, da sag ich noch zu Opa neulich, ich sag, da war das doch so heiß. Nein, sagt er, da war es so kalt. Und jetzt sagst du das ja auch, dass es kühler ist da unten. Ja, ich glaube aber auch, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es hier kalt ist. Es ist ja auch kühler. Vor allem, wenn man jetzt die letzten Tage nur 40 Grad und sowas hatte. Also da habe ich schon drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn wir nach Bremen zurückfliegen, werden wir erstmal ein paar Wochen frieren. Ja, da musst du dich erstmal warm anziehen. Thank you.
So, ich würde mal sagen, das frühe Aufstehen heute Morgen hat sich mehr als gelohnt. Denn wir sind jetzt hier im Bryce Canyon auf diesem Trail die einzigen. Es ist weit und breit kein anderer Mensch zu sehen und zu hören. Jetzt schon. Ja, jetzt schon, genau. Und ja, es wird schon langsam wieder wärmer, die Sonne kommt durch und wir haben natürlich kein Wasser dabei. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass dieser Weg nur irgendwie 2 Meilen gehen soll. Aber immer noch bergab und das bergauf haben wir dann noch vor uns. Aber es sind wirklich Landschaften hier, das kann sich keiner vorstellen. Und das wechselt auch total häufig. Ja, ne? Jetzt ist schon wieder eine ganz andere Silhouette, wenn wir es mal eben zeigen können, da hinten. Ja, also der Park ist wirklich wunderschön. Was sagst du dazu? Also mehr als wunderschön, das ist richtig, ja wirklich sehr, sehr schön, finde ich das. Also ich finde es erstaunlich, wie diese naturellen Gebilde zustande kommen. Was? Oh. Sah gerade komisch aus. Der Baum sieht wirklich komisch aus. Nee, dass ich hier gerade so. Ich bin nicht so ein Typ, der irgendwie denkt, dass man aus Bäumen irgendwelche Kraft entziehen kann oder sowas. Also, ich wollte mal kurz gucken, ob da irgendwie hohl ist oder so, weil da echt angebrannt aussieht. Was ich sagen wollte, wir sind. Es auf jeden Fall. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Valley, also unten hier, na? angekommen. Nee, ich muss ja hier auf dieser Scheiße gehen, wenn du da mit nicht verblassen musst. Und ja. Tiefer geht es jetzt nicht mehr. Jetzt gehen wir wahrscheinlich noch geradeaus und dann geht es irgendwann wieder hoch. Aber jeder Schritt lohnt sich, muss ich sagen. Wunderbar. Das ist die Tower Bridge und ja, wir haben uns noch entschlossen, hier hinzugehen, bevor wir wieder zurückgehen, weil wir haben, das ist so ein Rund, also wie nennt man das? Es gab so einen Weg, der weitergeführt wäre nach oben. Das wären aber 4 Meilen gewesen. Und das, was wir jetzt in einer Stunde ein bisschen mehr gebraucht haben, um nach unten zu gehen, das waren 1,7 Meilen. Und das ist ja mehr als das Doppelte. Das machen wir dann nicht, dachten wir uns. Gucken wir uns noch die Tower Bridge an, weil das war 200 Yard entfernt. Wie viel das jetzt umgerechnet ist, weiß ich nicht. Worauf wartest du? Geh weiter! Aber es war auf jeden Fall nicht viel und naja, für den kurzen Weg hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und dann geht's jetzt wieder. Wie es scheint, sind wir jetzt ganz unten angekommen. Also haben wir jetzt die Hälfte geschafft, müssen alles nochmal hochlaufen. Und hier ganz unten haben wir so ein leeres Flussbett entdeckt. Jetzt beginnt der Aufstieg nach oben. Und ja, ich glaube, Stefan ist ein bisschen angestrengt, weil der will nicht mehr reden. Ich will mir kräftig ersparen. Das ist so schwer zu verstehen. Also ist auch nicht schlimm, oder? Nö. Aber ein bisschen angestrengt. Ich will auf mich wirken, dass wir irgendwie das Gesammel hier hören. So, wir sind jetzt vielleicht nicht mal 7 Minuten am Aufstieg. Der Aufstieg hat noch nicht mal richtig begonnen. Hier waren wir ja vorhin. Also jetzt gleich beginnt der Aufstieg. Auf jeden Fall merkt man schon, allein durch diese Erschöpfung, dass man so viel durch den Mund atmet, dass der Hals wirklich ganz trocken wird und man schon Durst hat, oder? Wie? Ich sag ja, hier geht's zu Ende. So, erste Pause wurde vom Stefan... Du bist zuerst stehen geblieben. Weil du gesagt hast, Pause. Ja. So, du wolltest was erzählen, habe ich gehört. Ich will nichts erzählen. Ich will nichts mehr sagen. Ich will mir jetzt meine Kräfte schonen für den Aufstieg. Kapiert ihr das nicht? Nicht verarschen. Moment. Fünf Uhr jetzt gerade. So, jetzt kommt doch gerade die Sonne durch. Natürlich beim Aufstieg und nicht beim Abstieg. Möchtest du vielleicht zu etwas erzählen, Stefan? Ich habe gerade so schöne Gedanken. Ich öffne den Kühlschrank,
nehme eine Flasche Bier heraus. Das Kondenswasser läuft an der Flaschenwand entlang. Ich öffne die Flasche. Ein erfrischendes Zischen. Leichter Nebel steigt aus der Flasche aus. Ich nehme die Flasche. Meine heiße Hand wird kalt. Und dann trinke ich den ersten Schluck. Und die Kälte, die Erfrischung. Ich kann gar nicht in Worte fassen. Handelt es sich um ein Bier? Natürlich! Okay, ich glaube, die bisschen Sonne war schon zu viel für den Herrn. Oder glaubst du um eine Flasche Milch? So, wir haben das Glück. Es gibt eine weitere Pause und es gibt Regen. Möchtest du vielleicht dazu was sagen, Stefan? Nein, möchte ich nicht. Wie gesagt. Der Regen war leider nur kurz. Es waren drei Tropfen. Ja, drei Tropfen. Och Mann, das machen wir echt zu schaffen, wenn man kein Wasser hat. Wirklich, da kam echt ganz kurz nur was runter. Und ja, wir haben jetzt die dritte Pause. Und, mitgezählt. Keine Ahnung. Und das ging alles so einfach runter. Obwohl es überhaupt gar nicht so steil ist. Das macht er echt kaputt irgendwie, wenn man auch kein Wasser hat. Naja, jetzt geht's erstmal weiter. Habe ich nicht was vergessen? Stefan, ich will nichts sagen. So, viele, die jetzt wahrscheinlich denken so, bei dem Wetter kann das doch nicht anstrengend sein. Es ist wirklich ungelogen. Ich glaube, es ist schon wieder gestiegen ein bisschen, oder? 30 Grad bestimmt. Nein, glaube ich nicht. Ja, aber... Sollen wir hochgehen? Ist anstrengend. Schön, dass du aber jede Pause dokumentierst und zeigst, wie schwach wir sind. Ja. Gibt's vielleicht noch was zu sagen? Mm-mm. So, jetzt machen wir mal richtig Pause. Ich zumindest. Stefan steht ja lieber. Obwohl man sich hinsetzen kann. Ich habe hier nämlich so einen Baum. Das ist eine riesige Ameise, die auch auf die Zukunft gerade da. Die beißt dich gleich. Hast du gesehen? Ja, da liegt sie so. Nee, die nicht, die da liegt. Die, nee, die ist tot, die ist tot. Aber genau da krabbelt auch eben eine. Da kommt die nächste. Ja. Die beißen dich gleich schön, dann wirst du schön laufen können. Gibt es sonst noch was zu sagen? Halt die Schnauze. Die alten Ritter vielleicht. Aber ich kann mich auf jeden Fall noch schon auf was freuen. Weil wenn ich gleich am Auto angekommen bin, habe ich noch... Okay, ganz kalt wird es nicht mehr sein, aber ich habe noch eine Dr. Pepper. Aber da waren halt Eiswürfel drin. Also bedeutet, ich habe noch was leicht Gekühltes und nicht so eine warme Wasserflasche wie Stefan. Bleib warm. So, Stefan hat jetzt mal eine gute Idee gehabt. Und zwar... Ach du Schreck. Wir haben ja unsere, wie heißen die? Eye-Tracker. Air-Tracker, irgendwie so. Also Ortungs-Chips von Apple, die man in der Wo-Ist-App orten kann. Und die haben wir in unserem Koffer, die in unserem Auto sind. 800 Meter noch. Wirklich? Ja. Das geht. Das geht. Oh, ein Überlebensfunke ist wieder aufgeflackert. Auf geht's. Ja, kannst du gleich deine warme Flasche Wasser trinken. Ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, wir filmen erst wieder was, wenn wir oben sind. Weil ich habe gerade wirklich ein bisschen Kreislauf. Wirklich. Ja, dann schon dich mal ein bisschen. Geh langsam. Gibt es noch was zu sagen? Gibt es noch was zu sagen? Dort steht er. Unser Auto, was da blinkt. Also doch schön kalt mal Wasser. Kühl. Wirklich kühl. So. Lauwarmes Wasser oder ein bisschen kälter als lauwarm. Wir haben es geschafft. Der Aufstieg war der Wahnsinn, muss ich mal sagen. Ja. Gut, dass keine Sonne geschienen hat. Es war bewölkt und das war unser Glück. Also, ich habe so einen Durst gehabt, das gibt's ja gar nicht. Und du, Johnny, wie geht's dir denn so jetzt da, wo du wieder sitzt? Gut, ich habe auch gerade hier was heute noch vom Essen übrig war, leer getrunken. War noch sehr kalt. Schlechtes Timing, wo wir jetzt fertig sind, regnet's.
Ja, kannst rausgehen, dich rausstellen. Da hast du kaltes Wasser. So, es regnet immer noch und wir haben jetzt einen Subway gefunden und haben uns hier richtig kühle, große Getränke geholt. Bei mir gibt es wieder Dr. Pepper mit viel Eis. Und ich habe Fuse-Tee mit Himbeergeschmack. Das gibt es in Deutschland, glaube ich, gar nicht, oder? Ich weiß es nicht. Und dafür gibt es einen leckeren Schokocookie. So, wir fahren jetzt schon wieder einige Zeit mit dem Auto. Wir fahren ein bisschen verrückt. Also wir haben uns ja diesen Roadtrip selber ausgedacht. Oder besser gesagt, wir fahren ihn ja ziemlich spontan. Jetzt sind wir gerade nämlich wieder an dem Ort, fahren wir gerade vorbei, Cedar City, wo wir heute Morgen losgefahren sind. Und ja, damit auch viele Grüße aus dem schlechtesten Hotel der ganzen Reise. Die Reise ist allerdings gerade jetzt mal zur Hälfte erst zu Ende, also kann noch schlimmer werden. Aber dieses Motel 6 hier in Cedar City, muss ich mal sagen, war aus dem ersten Blick ganz okay. Motel 6 ist dafür bekannt, gute Preise und Zimmer ohne Schnickschnack, aber auf den zweiten Blick ist es hier wirklich grottig. Das ganze Hotel ist runtergekommen, von außen sieht es gut aus, von innen denkt man wirklich, bitte schnellstens renovieren. Unser Zimmer hier zum Beispiel, ein Blick in die Toilettenschüssel sagt schon alles. Wir dachten erst, oh, sind da noch irgendwelche Kackspritzer vom Vorbesitzer, vom Vorbenutzer drin, aber nein. Es war nur zum Glück nur die Emaille, die abgeplatzt war. Also die Toilettenschüssel sieht wirklich grauenhaft aus. Dann hier hinter meinem Bett. Ich wollte gestern die Gardine zurückziehen. Da lugte so ein scharfkantiges Metallstück hervor. Ich habe mir gleich den Fuß hier so ein bisschen aufgeschrammt. Der Fernseher da oben, die kann man wieder laut und leise stellen. Programme waren, glaube ich, 4 oder 5 zu empfangen. Was haben wir noch? Ach ja, da wo man die Wäsche wäscht. Da guckt man mal nach oben zur Decke, da ist ein schönes Loch und John sagt sogar, er hat da irgendwelche Mäusegeräusche gehört. Ich habe sie sogar nicht nur gehört, ich habe eine Maus sogar gesehen und das Eklige ist, da tropft so komisches Wasser auch runter und das riecht echt komisch. Und man hat, also wir haben abends einmal hingehört, da hat man nichts gehört, aber als ich da, also heute Mittag, das ist nämlich so ein Sessel. Gestern Mittag. Stimmt, gestern Mittag. Als ich da gesessen habe, da habe ich es die ganze Zeit gehört, dass da so ein Quieken und Piepen war und dass da irgendwas oben in der Decke schnell rum. Das ist doch hier in den USA, das ist doch das Heimatland der Mickey Maus. Was hast du gegen so eine liebe, nette Mäusefamilie einzuwenden? Und wir haben uns jetzt einen neuen Zielort ausgesucht, der heißt St. George. Ja, da erhoffen wir uns eine Mall, wo wir mal was einkaufen können. Und das war's auch schon, was wir uns da erhoffen. Vielleicht übernachten wir dort auch, mal sehen. Das haben wir noch nicht festgelegt. Auf jeden Fall sind wir natürlich heute viel Meilen umsonst gefahren. Also man hätte das natürlich klüger machen können, diesen Roadtrip. Aber da wir es ja spontan machen, sag ich mal, ist es nicht so schlimm. Genau. Und wir haben schon wieder 90 Grad Fahrenheit. Wirklich? Alles hier beim Alten, jawohl. So, wir sind jetzt zum ersten Mal in so einer richtig typischen amerikanischen Mall. Die haben wir hier gefunden, also wir haben bei der Karten-App einfach eingegeben Mall und haben wir eine in der Nähe gesucht. Und ja, mal gucken, was es hier so gibt. So, erster Teil ist gefunden. $30 minus 25% wegen Black Friday. Ist genommen. So, ich habe mich jetzt auch mal umgeguckt, weil ich muss das ja quasi auch nutzen, weil ich glaube, ich werde so schnell nicht mehr in Amerika sein. Habe ich jetzt eine gute Chance bekommen durch Stefan. Und ja, dann kann man auch mal zuschlagen. Ich habe jetzt 2 T-Shirts geholt, die nicht ganz billig waren. Einmal habe ich hier eins von Tricky Red. Und dann habe ich noch mal eins von X. Ich will jetzt nicht ganz ausbreiten, weil die gerade echt gut zusammengelegt sind in der Tüte. Gucken wir mal, wie teuer das zusammen war.
$62. So, Schuhe habe ich auch noch gefunden. Das war das einzige Paar, was es gab in meiner Größe. Mal was anderes für mich. So was habe ich mir gedacht. Ja, nehmen wir das doch mal, wenn man schon mal am Shoppen ist. Jetzt kommt der große Augenblick, wo ich diese alten Galoschen, die ich hier habe, die habe ich mir, also, die sind mindestens, die sind 10 Jahre alt. Die habe ich extra mitgenommen in die USA, damit ich mir neue hole und diese dann gleich entsorgen kann. So, wie kriege ich die Dinger jetzt an? Das ist auch nicht so einfach. Ja, ich wäre froh, wenn ich sagen könnte, dass das nicht mein Vater ist, der sich hier in der Mall die Schuhe umzieht und hier mit Socken auf dem Boden rumkniet. Das ist mir scheißegal, auf Deutsch gesagt. Und Lisa, es kümmert niemanden. Ja, mach doch jetzt. Mein Gott. So. Fertig. So, jetzt sind wir hier bei McDonald's. Und da gibt es nämlich seitdem wir hier sind so eine Werbung von so irgendwelchen gefrorenen Getränken. Und die will ich gerne mal ausprobieren. Und was man hier so hört, das sind Grillen. Haben wir noch nie so laut gehört. Nee, ich auch nicht. Wahnsinn. Ja, in Florida habe ich das schon mal so laut gehört. Ist aber draußen auch total heiß. Schnell rein. Strohhalme holen. So, das sind sie jetzt, die Getränke. Das ist hier so eine Frozen Coca-Cola. Oh, warte mal. Kannst du mal den Strohhalm rausmachen und dir selber reinstecken? Das fühlt sich übelst geil an. Ja. Und Johnny hat sich, wie heißt das bei dir? Keine Ahnung, ich habe gesehen, dass es blau ist und habe es mir geholt. Fanta, also ist auf jeden Fall ist es eine Fanta. Mal was anderes. Ist erfrischend, aber es ist nichts gegen Durst, ne? Darf man nicht vergessen. So, Pommes. Was hast du dir bestellt? Auch Pommes. Und ein, entweder ein Big Mac oder ein Doppel-Big Mac, weiß ich nicht. So, anfangs war das ja ganz lecker, aber irgendwie ist es doch nicht so meins und mir ist auch ganz schön übel geworden. Das Einzige, was du mit dem Zeug machen kannst, ist das. Also ich fand meins lecker, muss ich sagen. Naja, Geschmackssache. Oh, das ist warm. So, auf zum Hotel. Mal sehen, was es für $50 gibt. Los geht's mit der Roomtour. Ich merke auf jeden Fall schon mal, sehr flauschiger Teppich. Okay, los geht's. Wir haben hier eine Arbeitsfläche. Dann haben wir hier, wenn es weitergeht, einen Fernseher. Und natürlich das Wichtigste, 2 Betten. Dann haben wir hier eine Mikrowelle und einen Kühlschrank. So, wenn wir weitergehen, haben wir dann hier wieder wie gewohnt einen großen Spiegel. Achso, den Stefan sieht man jetzt auch. Einen großen Spiegel mit Waschbecken vor dem Badezimmer. Oh, falsches Licht. Hier ist auf jeden Fall das Badezimmer, wo das Licht nicht funktioniert. Ah, doch. Also ein bisschen wie bei Stranger Things. Ist Wegner gerade auf der anderen Seite. Naja, okay. Und was auch noch ganz gut ist, boah, ist der weich. Oh, ein schöner Sessel, der sehr gemütlich ist. So, wir sind jetzt hier in St. George noch. Hier ist Las Vegas. Wir überlegen gerade, wo wir heute hinfahren. In Las Vegas waren wir ja schon mal. Und wenn man hier so sieht, ist in der ganzen Umgebung ist hier nichts anderes mehr. Wir fahren also heute durch Las Vegas durch. Ob wir da übernachten werden, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall erstmal in der Richtung. Das sind ungefähr, glaube ich, 100, irgendwas über 100 Meilen auf jeden Fall. Und dann müssen wir einfach noch was frühstücken. Wir haben jetzt den Bundesstaat Nevada erreicht. Und wir haben heute die Ehre, dass wir heute 3 Bundesstaaten durchfahren. Wir sind also in Utah gestartet, haben dann kurz Arizona durchquert
Und jetzt sind wir in Nevada. Und vielleicht, wenn wir auch noch weiterfahren, kommt auch noch Kalifornien mit dazu. Das wissen wir aber noch nicht. So, wir haben hier geparkt auf einem Parkplatz von Walmart. Und was haben wir hier vor? Wir wollen erstens was zu essen kaufen. Stefan sucht auch noch Hosen, weil wir, also er hat gestern nach bestimmten Levi's Jeans gesucht. Und die waren alle in einer Mall, wo wir waren, viel zu teuer. Und weil er hat auch gesehen, wir waren ja schon mal in einem Walmart drin, dass die da weniger kosten. Ja, gucken wir mal, ob er die hier auch findet. Und vielleicht findet man ja sonst auch noch irgendwas. Ist ja ein Superstore. So, ich habe hier jetzt drei Hosen entdeckt. Eine Hose kostet, wie ich das so richtig sehe, hier $22. Gestern in dem Laden, wo wir waren, kostete eine Hose über $60. Also ich kriege jetzt für den gleichen Preis drei Hosen. Ich weiß meine Größe, ich probiere die jetzt nicht an. Ich vertraue darauf, dass Levi's die Hosen überall gleich macht. Aber ich mache mal eben eine. Kurz mal eben einmal. So, drei Hosen und ein Frühstück. Leckere Früchte für $90. Und da der Dollar 1:1 mit dem Euro steht, ist das wirklich ein Schnäppchen gewesen. Mit den Hosen auf jeden Fall. Wenn sie denn passen. Aber ich glaube, sie passen. So, guten Appetit kommt jetzt. So, packen wir alles aus hier. Achso. Was haben wir Schönes? Wir haben wieder unsere Croissants geholt, die wir auch schon mal hatten. Dann hat John sich Mangos ausgesucht. Ganzes Paket voll. Ich habe mir hier so Seasonal Früchte, Fruits ausgesucht. Und kalte Getränke. Mountain Dew und ich auch. Jetzt wird was passieren. Und zwar, wir beginnen zu frühstücken. Das Messer, weil wir kein Besteck haben. Aber ich probiere mal Mangos. Ich wollte eigentlich Ananas nehmen. Aber hört sich jetzt vielleicht für manche blöd an, aber ich weiß gerade gar nicht, wie Mangos schmecken. Deshalb. Da hast du ein ganzes Paket genommen, ne? Ja, weil wenn es schmeckt, dann habe ich viel. Es schmeckt. So, angekommen in Las Vegas. Wir parken jetzt hier für $10, so eine Tagesrate, auf so einem Parkplatz. Ja, Hotel- und Casino-Parking. Sind jetzt in einem Bereich von Las Vegas, wo wir letztes Mal nicht gewesen sind, nämlich in dem älteren Bereich. Was suchen wir? Ja, ich suche jetzt diesen berühmte Cowboy-Sign. So ein Cowboy, der da früher winkend an der Straße stand. Gut, da hinten ist dieser, wie man irgendwo sehen kann, dieser Tower, der bekannte. Und Johnny ist schön warm. Ja, geht. Las Vegas halt. So,
So, wie ich gehört habe, hat es alles mit dem Cowboy hier angefangen, der einen begrüßt hat, wenn man in Las Vegas reingefahren ist. Und somit hat auch diese, na, wie nennt man das, diese Casino-Gegend begonnen. Siehst du gerade die Flugzeuge, die über uns fliegen? Ich sehe, dass hier Ballons rumfliegen. Und ja, dieser Tunnel hier ist natürlich alles künstlich, der ist natürlich nicht echt. Natürlich nicht. Ich finde das schon echt genial gemacht. Also okay, hier kann man es ja noch erkennen, aber das hat ja auch irgendwie was an sich, dass diese LED-Lampen da sind. Also wir waren ja schon mal hier und dort gab es auch so eine, wie nennt man es, diesen reflektierten Himmel, nee, diesen angestrahlten Himmel. Ja, genau. Aber ja, hier ist es ja nochmal alles so detaillierter und ich finde es ganz faszinierend, wie man diesen Loop hinbekommen hat, dass sich das die ganze Zeit wiederholt. Ich meine, irgendwann... Echt cool gemacht, ne? Ja. So, jetzt haben wir uns hier diese Freeman Street genauer angeguckt. Johnny ist sogar noch eingekleidet. Du hast dir auch was geholt. Ja, dasselbe hat sich Stefan auch geholt. Ja, muss ich mal sagen, diese Hemden hier, die waren im Angebot und die sind eine super Qualität und ein schönes Andenken an Las Vegas, würde ich sagen. Hier gibt es nichts hinzuzufügen. Außer, dass wir jetzt im Auto zurückgehen und Las Vegas langsam aber sicher verlassen werden. Richtung Kalifornien. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Las Vegas fahren wir noch mal hier auf dem Las Vegas Boulevard entlang, da wo die ganzen Hotels mit den Casinos sind. Und neuerdings, ich weiß noch nicht wie neu, aber als ich mit Stefan schon einmal hier war, meinte er, dass das damals noch nicht so war, ganz schön viele Junkies. Ja. So, hier sind wir jetzt in der Nähe von dem New York Hotel, wo wir mit der Achterbahn vor einigen Tagen gefahren sind. Aber ich muss schon sagen, das finde ich hier richtig schön, weil es halt auch so richtig so, ich will nicht sagen verrückt, aber so was hier gebaut wird und so, also das ist nicht üblich für eine Stadt. Also nee. Wir waren gestern in einem Klamottengeschäft und da hat der Kassierer gesagt, oder wir kamen kurz ins Gespräch und er fragte, wo wir morgen hinfahren, habe ich gesagt, dass wir Richtung Las Vegas fahren. Und er sagte, ja, Las Vegas ist die einzige Stadt in den Vereinigten Staaten, wo man um 3 Uhr nachts noch einen Taco bestellen könnte. Und das glaube ich, das stimmt auch. Also hier kann man es auf jeden Fall. Ob es die einzige Stadt ist, weiß ich natürlich nicht. Was ich weiß, dass das Fahren hier ziemlich anstrengend ist. Aber noch anstrengender ist es, das, was wir gemacht haben, nämlich hier lang zu laufen. Das haben wir ja gemacht. Wir sind ja hier 27 Kilometer in Las Vegas vor einigen Tagen gelaufen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich glaube sogar 32. Nee, jetzt war 27. War auf jeden Fall sehr, sehr cool und hat mir sehr gefallen. Noch in Nevada und auf dem Weg zum Death Valley und aus Erfahrung weiß ich, wir brauchen viel zu trinken und brauchen auch was zu essen. Wir haben gerade eben noch mal Wasser eingekauft, 24 Flaschen an der Tankstelle und haben hier noch einen Taco Bell entdeckt, wo wir jetzt gerade sind. Denn ich weiß, dass wenn wir durch Death Valley fahren, natürlich man dort nichts kaufen kann. Ja, wenn der Profi das so sagt, so, dann gehen wir schön mit geehrtem Magen ins Death Valley, oder wie sagt man das? Ins, durchs? Ich meine natürlich mit gefüllten Magen. Halt doch gesagt. Geleerten Magen hast du gesagt. Oh. Ja, das ist die Hitze in der Wüste, ne? Das macht einen natürlich zu schaffen. Wir haben draußen 102 Grad Fahrenheit. So, dann lass ihn mal schmecken. Fertig.
Lecker. Laut Anzeige im Auto 112 Grad Fahrenheit. 114. 114 waren eben? Ja. Okay, 114. Wir sind angekommen im Tal des Todes, im Death Valley Nationalpark. Was machen wir? Wir laufen hier erstmal so einen Weg hinauf zu einem Aussichtspunkt. So, Johnny, erste Eindrücke zu den höchsten Temperaturen dieser Reise. Tatsächlich hätte ich gedacht, dass es gerade schlimm ist, aber jetzt gerade, weil ich muss sagen, ich habe gerade im Auto geschlafen, finde ich es ehrlich gesagt gerade ganz schön, dass man wieder so warme Luft entgegenkommt. Ich saß jetzt gerade die ganze Zeit in der Klimaanlage drin, gefühlt. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass man da auch sehr erschöpft werden kann, aber jetzt gerade finde ich es gar nicht so schlecht. Aber was mir jetzt schon auffällt, ist, das Atmen ist ein bisschen doof, weil die warme Luft, die spürt man irgendwie nicht so sehr. Also da kriege ich auch gerade wieder ein paar Flashbacks, weil das war so das Einzige, ich hatte ja schon mal Corona, das war so das Einzige, was schlimm ist, dass ich abends nicht so gut atmen konnte, weil die Luft irgendwie mir so warm vorkam. Okay, so, um es kurz zu machen, es ist heiß. So, wir sind jetzt diesen Weg hochgelaufen. Ich muss ganz ehrlich sein, von der Aussicht bin ich tatsächlich begeistert. Das kannst du nehmen, das war voll für Wackel. So machen? Nee, mach du. Gut, dann beschwer dich nicht. So, wir sind jetzt hier hochgelaufen und ich bin ehrlich gesagt mehr erstaunt von der Aussicht, als wenn ich gedacht hätte, weil das sah aus, als würdest du so leicht nach oben gehen und ich bin auch froh, dass man endlich mal, also okay, von dieser Gegend hat man ab und zu mal was ganz, ganz bisschen gesehen. Boah, ganz schön windig hier, aber warm war Wind. Auf jeden Fall von diesen, das sind ja keine Sanddünen, das sieht ja nur aus wie eine Sanddüne, aber davon hat man zwischendurch mal immer was wieder gesehen und sieht ganz schön aus. Boah, der Wind, ich hoffe, man hört das nicht zu sehr. Wir haben ja einen Windschutz. auf jeden Fall hoffen wir... aber leider kein Hitzeschutz. Ja. Auf jeden Fall sieht es ganz schön aus, wenn man das mal in ganz sieht. So, inzwischen sind wir bei 120 Grad Fahrenheit. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich denke, es wird ungefähr um die 40 Grad, obwohl ein bisschen mehr als 40 Grad im Schatten sein und auch so um die 50 Grad dann in der Sonne sein. Und ja, Death Valley, weil man hier ohne Wasser lange nicht überlebt. Der Name ist hier Programm. Ja, und der Becher ist schon leer. Ja, Dr. Pepper. Ja. Schon geschmolzen, die Eiswürfel. Immerhin noch kalt, oder? Mhm.
So, John, du wolltest Wüste, jetzt hast du Wüste, aber richtig. Ja, ich wollte Wüste, jetzt habe ich sie. Ja, ich muss mal sagen, dies hier ist wirklich die größte Hitze, die ich in meinem ganzen Leben lang gespürt habe. Das ist unbeschreiblich. Wenn einem hier Luft entgegenkommt, ist das wie ein heißer Föhn. Und ich dachte immer, in der Sauna, was so riecht, ist das Holz, aber nee, es ist die Hitze. Es ist die Hitze. Hitze kann man riechen, hier auf jeden Fall. Aber es ist einwandfrei und richtig schön. Und ja, wo hat man schon mal die Gelegenheit, in der Wüste zu stehen? Hier, im Tal des Todes tatsächlich. Sehr abwechslungsreich das Ganze. Also ist eine richtig tolle Gegend, aber ja, man würde es ohne Getränk hier keine 2 Stunden aushalten. Ich glaube, da würde man so umkippen. Man würde schon vorher umkippen. Und deshalb wollte ich Wüste, habe die Wüste bekommen. Jetzt will ich ein klimatisiertes Auto und deshalb hin. Ja, müssen wir auch. Ab ins Auto wieder. Wir haben ein Problem. Wir haben uns verfahren. Und zwar total. Dadurch bedingt, dass wir keine vernünftige Karte haben. Nur so ein blödes Ding hier mit einem ganz schlechten Maßstab. Eigentlich hatte ich jetzt gedacht, wir fahren nach Ridgecrest, Kalifornien. Aber wir haben gerade eben gemerkt, weil wir jetzt auch lange ohne Internet gewesen sind, dass wir Ridgecrest schon 78 Meilen hinter uns gelassen haben. Irgendwie sind wir da an vorbeigefahren, haben den Wegweiser übersehen. Jetzt sind wir ganz woanders gelandet. Lone Pine ist der nächste Ort. Wir nähern uns dem Yosemite Nationalpark, also ganz grob gesehen, wo es übrigens gerade stark brennt, wie wir gehört haben. Aber so wie das hier aussieht, hier ist nichts in der Gegend. So wie es hier, ja, da passt Lonely Pine besser als Lone Pine, oder? Ja. Hier ist wirklich nichts außer Wüste. Ja. Müssen wir sehen, wir haben es jetzt auch schon 17 Uhr inzwischen. Und es sieht aus so wie, keine Ahnung, 14 Uhr oder so draußen. Ja, richtig hell noch, ja, ist klar. Hier ist keine Wolke. Nix. Ja, es wird interessant, wo wir heute nächtigen werden. Was ist, ob denn der nächste Ort ist mit Zivilisation hier? Hier ist nämlich weit und breit, wie gesagt, nichts. Was haben wir jetzt? Ein Hotelzimmer gefunden, weil hier in der Nähe war erstens fast alles viel zu teuer dafür, dass man auch nur ein Bett hat. Und jetzt haben wir hier wieder ein Moto 6 gemacht und haben 2 Queensets-Betten in Bishop. In Bishop, das ist noch eine Stunde hin. Okay, der Tag ist eh jetzt durch die Autofahrt verloren, aber wir haben jetzt ein Zimmer bekommen. Gut, einfach das MacBook zuklappen, nicht runterfahren. Und jetzt geht's weiter. Los geht's mit der Roomtour. Und ich glaube, das Beste zuerst wäre, das ganze Gepäck reinzubringen.
jetzt steht uns nichts mehr im Weg. Jo. Und es kann losgehen. Fangen wir mal hier an mit dem Fernseher. Eines der wichtigsten Dinge in einem Hotelzimmer. Motelzimmer. Da haben wir hier unsere Betten. Oh, hat sich doch nochmal gelohnt, ein Hotelzimmer zu suchen mit zwei Betten, weil schön weich und schön groß. Haben wir hier als so eine Chill-Ecke so eine Art Sofa, nur in klein. Schade, dass der Fernseher dann nicht da hängt, weil hier hängen so Kleiderbügel und ich nehme an, dass hier das einfach nur so eine Verbindungstür ist. Oder? Ja. Oder? Ja. Sind wir schon dran gewöhnt. Separate Raum zum Händewaschen. Haben wir hier noch Handtücher und Toilette mit Dusche und Badewanne. Ja, das war's. Was schon sagen wollte oder nicht gesagt hat. Wir sind bei KFC. Ich muss sagen, ich bin eigentlich zum ersten Mal hier so richtig. Wir haben es ganz früher mal ausprobiert. Und wir haben uns hier so zwei Boxen bestellt. Bin echt gespannt. Einmal Barbecue und einmal KFC. Ah, wie groß ist das denn? Ah ja. Das ist eine Box mit Salat, einem Sandwich, Pommes und was sagen wir? Und heute gibt es hier Cherry Pepsi. So, das Ganze sieht ja sehr lecker aus und ich habe auch lange nicht mehr bei KFC gegessen, weil bei uns in Bremen ist mir nur einer in der Nähe bekannt und da muss man auch schon 40 Minuten mit der Bahn fahren. Also das ist für mich auch eine Seltenheit. Ich muss mal sagen, echt was Besonderes. Es ist ein bisschen teurer als anderer Fastfood. Aber wir haben 5 solche großen Stückchen Chicken. Das Getränk kann man sich, wie gesagt, hier nachfüllen. Ich verstehe nicht, warum es Meals gibt mit Large und Small und Medium. Wenn man sowieso alle Getränke hier so oft nachfüllen kann, wie man möchte. Und die Soßen und das Fleisch schmeckt wirklich lecker. Echt eine Besonderheit. Können wir gerne mal, nochmal wieder hingehen. So, nach so einem Tag mit so vielen Stunden im Auto und so vielen Meilen, die wir gefahren sind, kommt jetzt die große Überraschung. Wir haben es jetzt... Scheiße, ist das kalt! Oh. Wir haben es jetzt 8:45. Komm her! Hier ist also auf Frostködel. Es ist draußen noch richtig warm. Wir haben bestimmt noch 25 Grad draußen. Und der Pool ist richtig schön erfrischend. Also, das ist echt eine Wohltat jetzt. Und wir haben eben für unsere letzten beiden richtigen Urlaubstage in L.A. Tickets bestellt für Universal. Spring! Nein! Los! Für Universal Studios! Und der Ticketpreis beträgt stolze $134 pro Person, aber man kann an 2 Tagen hingehen dafür. Also den nächsten Tag kann man auch noch hingehen. Und das machen wir natürlich. Und da freue ich mich schon tierisch drauf. So. Und jetzt gehe ich mal zu unserem Frostködel. Den ein bisschen trösten. Was los da? Ernst jetzt? Ja. Das ist mein Bruder. Route wird gestartet, Ziel, Yosemite Nationalpark. Weiter Richtung North Main Street, dann links abbiegen. Ja, guten Morgen, es ist gerade mal 8.29 Uhr. Gut, ist vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt, weil wir haben uns dafür entschieden, in den, wie heißt der Park? Yosemite Nationalpark. In den Park zu gehen, weil wir haben ja diese Karte hier, womit wir überall frei reinkommen. Die
haben wir aber bemerkt, bringt einem nicht allzu viel, wenn man nicht immer nachguckt, ob man eine Reservierung braucht. Und das ist halt echt blöd gemacht, weil zum Beispiel das ist jetzt der zweite Park, wo wir eine Reservierung brauchen. Bei dem letzten haben wir es geschafft, aber ich habe gerade gehört, dass der heutige Tag ausverkauft sein soll. Und dann ist es natürlich blöd gemacht, so irgendwie, weil, okay, ich kann verstehen, wenn es voll ist, aber das müsste man dann irgendwie ein bisschen besser machen, weil ich finde, man guckt doch nicht bei jedem Park im Internet nach, ob du eine Reservierung brauchst, wenn man hier einfach mal spontan hin möchte. Zum Beispiel, wir machen ja Roadtrip. Kann man ja auch nicht jetzt vorher jetzt genau planen, gut, an dem Tag sind wir da, weil wir haben jetzt ja auch, die Autofahrt ist ja nicht leicht und das ist ja auch alles riesig hier, kannst auch nicht sagen, welche Uhrzeit du genau ankommen wirst, das kannst du ja nicht eine Woche vorausplanen. Naja. Ja, hier stehen wir dann mit unserem Talent. Also fällt der Park schon mal für uns weg, müssen wir uns ein neues Ziel suchen. Okay. Route wird gestartet, Ziel, Bori Road und Balpaus Road. Weiter Richtung Norden auf, Tiugao Road. Wir haben ein neues Ziel gefunden, sind auf einer wirklich merkwürdigen Strecke gefahren, auf einer Schotterpiste, eine halbe Stunde lang und sind jetzt, muss man umdrehen hier, in der besten Geisterstadt der Vereinigten Staaten, wie man sagt, und zwar Bodie. In Bodie. Ja, und tatsächlich hier ist es kühl. Echt? Ja, wir haben 70 Grad Fahrenheit. Irgendwie um die 20 Grad haben wir es hier, sehr angenehm. Das ist ein State Park, der hat gerade aufgemacht und die Stadt hier, ich war schon mal hier, ist einmalig schön. Und ich weiß noch, früher, als die Stadt hier noch belebt war, sie war belebt überhaupt nur deswegen, weil es hier eine Silbermine gab. Das war eine richtige Stadt, wo es richtig zur Sache ging. Da ist also jeden Tag einer erschossen worden. Ja, wir wollen uns mal anschauen, was davon jetzt noch so übrig geblieben ist. Wir sind jetzt schon ein paar Minuten hier und langsam sieht man auch schon hier was, weil wir sind, also Stefan hat so ein Auto entdeckt, wo er früher mal ein Bild gemacht hat und jetzt sind wir quasi so richtig hier drin und ich habe auch ein Gebäude gerade entdeckt, wo man reingehen kann. Ja, das ist ja ein, sieht aus, als ob hier früher Schlitten hergestellt worden sind, weil nämlich hier ein Schlitten drin steht, ein alter. Durchgeht durch die Stadt Bodie, kann man sich richtig vorstellen, wie das früher gewesen sein muss. Weil noch die ganzen Häuser hier alle stehen, alles noch wirklich sehr gut erhalten ist. Ist eben ein State Park, wo sich darum gekümmert wird, dass nicht alles verfällt, aber es ist wirklich von der Struktur her noch alles erkennbar und nachvollziehbar. Und was sagst du so zur Geisterstadt, Johnny?
Ja, finde ich gut. Man kann ja auch gute Bilder machen. Es wird langsam etwas voller. Ne? Ja, das Tolle ist, dass wir so früh da sind und dass wir hier fast alleine sind. Also das ist wirklich, hat sich gelohnt. Und ein Vorteil natürlich, dass der Yosemite-Nationalpark für uns heute leider geschlossen hatte. Und jetzt gehen wir erstmal hier zu der Mine, von da, wie man rangehen kann. Wir sitzen jetzt wieder im Auto und ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen. Stefan hat mir schon mehrmals davon erzählt, dass es sowas hier gibt, also diese Geisterstadt Bodie. Und ja, ich bin froh, dass ich mir noch keine Bilder angeguckt habe und mich quasi dann auch mit überraschen lassen habe. Und ja, also ich finde es krass, natürlich wird ja auch gut aufgepasst, nur ich finde es heftig, dass solche Sachen noch stehen. Also vor allem so, was für Idioten es gibt, somit die das... Vandalismus meinst du, ja? Ja. Gut, das gibt es hier nicht zum Glück. Was es hier aber auch nicht gibt, was zu essen. Und wir haben noch nicht gefrühstückt. Und wir haben es mittlerweile, was haben wir denn, 10:30? Ja, dann gibt's doch einfach bei der Karten-App ein. Ja, kein Internet. Das gibt's ja auch nicht hier. Hier gibt's gar nichts. Außer Geisterstadt. Ja. Wir haben es jetzt mittlerweile fast 12 Uhr. Zu essen haben wir nichts gefunden. Wir fahren hier einen Bergpass entlang.
keine Ahnung, wie lang der ist und wie weit der ist. Hier ist keine Menschenseele. Wir haben eben hier von der Marine, also Soldaten waren hier eben. Ja, die gucken auch ganz blöd, dass wir hier durchgefahren sind. Aber sonst sieht man hier niemand. Wir sind hier unglaublich hoch. Ich glaube 7000 Fuß hoch waren wir eben, bevor wir diese enorme Steigung hatten hier. Kann man ja mal zeigen, die Straße, wie die aussieht hier. Also das geht ja schon seit ewigen Zeiten so lang. Hier ist nichts. Rein gar nichts. Es ist jetzt noch einige Zeit vergangen. Wir sind immer noch auf dieser endlos langen Straße und alles voll mit Bäumen, Wald und hier ist wirklich nichts. Wir haben noch nichts gegessen und wir haben auch noch nichts zu essen gefunden. Und ja, ich habe mich dann ein bisschen geschlafen, gedöst. Dann stehen wir auf einmal und Stefan sagt, wir haben eine Panne. Was war denn? Wir haben ein Problem, habe ich gesagt. Ja, was war denn? Ja, ich habe ein leichtes Versagen der Bremsen gespürt und dann hat man es auch gerochen. Die Bremsen haben also, es roch ein bisschen angeschmort. Haben wir erstmal ein bisschen gewartet, bis sich das alles wieder abgekühlt hat. Und jetzt hoffen wir erstmal, im Moment gehen die Bremsen wieder bestens. Wir müssen jetzt ein bisschen anders fahren vielleicht, dass man eben nicht so viel bremst, hier, wenn es runtergeht. Keine Ahnung, wie wir das bewerkstelligen. Aber in ein paar Meilen, ich glaube in, ja, weiß ich auch nicht so, in 15 Meilen ungefähr, da erreichen wir eine Ortschaft. Zumindest haben wir einen Wegweiser gesehen und die Ortschaft heißt Strawberry. Vielleicht können wir da was essen. Tanken müssen wir noch nicht so wirklich, der Tank ist noch halb voll, aber... Oder auch gesagt halb leer. Oder auch halb leer. Es wäre schön mal wieder Häuser zu sehen und Zivilisation. So, wir haben es ungefähr halb zwei. Wir haben jetzt den Ort oder ja, was ist das hier auch immer, Strawberry erreicht. Und ich sehe hier einen Shop vor mir und hinter uns ein Restaurant. Und da gehen wir erstmal rein, denn wir haben jetzt wirklich tierischen Hunger. Ja, und wir hoffen, dass es jetzt nichts mehr dazwischen kommt. Falls doch, dann habe ich heute echt keinen Bock mehr, was zu machen. Oha, die Stimmung kippt. Hi. Hi. Ja, der Laden hat er dazu gehabt. Jetzt sind wir hier in dem Store, von dem ich eben sprach. Und es gibt hier so Snacks. Habt ihr schon mal gesehen, dass Tüten so... Also okay, dass die Tüten meistens nur halb voll sind, kennt man ja, aber der Rest ist mit Luft gefüllt, damit man nicht gucken kann. Damit sie nicht kaputt gehen, ganz einfach. Quatsch, das ist in Deutschland nie so. Du holst jetzt Kekse und dann geht's weiter. Da hinten gibt's Kekse. Ja, immerhin haben wir jetzt Kekse. Könnte man so als Frühstück bezeichnen. So am frühen Nachmittag. Und mal sehen, wie lange denn hier noch diese Straße weitergeht. Auf jeden Fall fahren wir Richtung San Francisco. Das ist schon mal die richtige Richtung. Die werden wir aber morgen erst sein. So, Johnny, hast du schon Hunger auf deine Kekse? Ja, sehr. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich ein bisschen kaputt. Ja, so ein USA-Urlaub, habe ich dir ja vorher schon gesagt, ist ja sehr anstrengend. Ne? Das ist kein Zuckerschlecken. Zumindest oftmals nicht. So, und was es Leckeres gibt, erzähle ich euch jetzt. Jeder hat sich irgendwie was ausgesucht und wir teilen uns das natürlich. Die Kekse, die wir zusammen gekauft haben, hier in der Einöde, $14. Ja, für zwei solche Packungen. Einmal haben wir Butter Crunch Cookies, die hat sich Stefan ausgesucht. Und ja, ich habe ja eine Nussallergie, aber irgendwie lässt das seit einiger Zeit nach. Und ich habe auch jetzt schon öfters Erdnussbutter probiert, was mir sehr lecker, also was mir sehr gefallen hat. Und hier habe ich dann so Erdnussbutterkekse gefunden. Sind wir mal gespannt, wie das alles schmeckt.
fühlt man sich? 43. Wie fühlt man sich mit 4 Keksen im Bauch um, was haben wir jetzt, 16 Uhr? Ja, ganz, ganz okay noch, weil es waren bei mir, glaube ich, sogar 7 Kekse. Ja, gut. Das ist bei In-N-Out, so eine Burgerkette. Schon viel davon gehört. Ich war auch schon irgendwann mal hier, vor vielen Jahren in Florida, haben wir es mal ausprobiert, aber ich weiß davon gar nichts mehr. Auf jeden Fall habe ich mir einen schönen fetten Burger bestellt, mit Zwiebelringen da drauf noch irgendwie. Bin mal sehr gespannt. Ich war hier noch nie. Ich muss hören, ja, weil die, doch, nächste Zahl ist, die nächste Zahl ist wahrscheinlich unsere. Wir haben die 44. Raus ist er. Der Doppelte ist für mich. Der Double-Double. Ja. Die Pommes ist auf jeden Fall schön, also nicht so laberig wie bei McDonald's. Also die sind also nicht kross, also für Fastfood-Kette super. Ich hoffe mal, dass der Burger auch super ist. Was auf jeden Fall super ist, dass man sich nicht die Hände einkleben muss. Super. Aua. Ja, der Tag geht leider so weiter, wie er jetzt schon... Ups, oh, schön Schatten. Das ist eine gute Sache bei 90 Grad. Fahrenheit. Wir sind jetzt hier beim Best Western Plus in Stockton. Ob es das Best Western ist? Ja, schon ein super Hotel. Ich hatte extra jetzt eben, also der Pool ist heute geschlossen. Das war eigentlich der Grund, warum wir schon so früh jetzt beim Hotel sind, weil wir dachten, wir können schon an unserem Pool, am Pool vergnügen. Aber nee, den ist nicht. Dem ist nicht so. Dann habe ich extra ein Zimmer unten genommen, weil ich dachte, man kann den Wagen dann direkt vom Zimmer parken. Das ist auch nicht so. Man muss jetzt hier irgendwo rein, am Pool vorbei. Ja. Das hier, das wäre unser Preis gewesen, aber leider, tja. Hier. Ah, okay, ein bisschen unübersichtlich hier, für mich zumindest. Welchen Raum haben wir? So, hier wir haben 106. So, Raum gefunden. Los geht's mit der Roomtour. So. Fangen wir mal hier an im Badezimmer. Ja, wie immer eine Toilette, Dusche mit Badewanne und diesmal ist das alles in einem Raum mit Waschbecken und so. Dann haben wir hier Garderobe, die wir wahrscheinlich nicht brauchen werden, weil wir hier nur eine Nacht schlafen. Dann ist hier ein Bett und das andere, wenn man hier am Fernseher, den wir auch haben, vorbeigeht, ist hier und dazu haben wir noch ein gemütlichen Sessel und einen Moment.
Da frage ich mich doch gleich, wieso hat das Nebenzimmer auf der Terrasse einen Stuhl stehen und einen Tisch und bei uns steht gar nichts? Man kann etwas organisieren, glaube ich. Das geht ja so nicht. So, inzwischen haben wir es jetzt 21 Uhr. Es ist richtig schön mild. Wir hocken hier auf der Terrasse, haben jetzt sogar die nötigen Stühle und einen Tisch. Und ja, der Tag heute war nicht so besonders, muss ich mal sagen. Irgendwie ist einiges so schief gelaufen. Bodi war zwar super und auch die Fahrt über den Bergpass, das war wirklich traumhaft schön. Ja gut, was dann noch passiert ist, unsere Kreditkarte ist das Limit erreicht worden. Johnny hat sich Turnschuhe aussuchen wollen heute in der Mall hier in Stockton. Hat da auch welche gefunden gehabt, die man in Deutschland nicht kaufen kann. Und das Bezahlen ging dann eben nicht mehr. Wir haben jetzt das Limit der Karte kurzfristig telefonisch erhöhen lassen. Und Simone haben wir eben angerufen, die soll nochmal sich darum kümmern, dass das noch ein bisschen mehr erhöht wird. Ich hatte extra beim Bestellvorgang der Karte gesagt, was wir vorhaben bei der Sparkasse. Aber es ist eben so, man hört nicht zu oder man handelt nicht. Es ist ja ärgerliche Zeit, die wir verschwendet haben. Auf jeden Fall geht es aber jetzt weiter, es ist wieder Geld vorhanden. Aber es nervt. Mich nervt es absolut. Ja, und John, der schneidet hier so einen kleinen Vlog am Handy, so ein extra Video gerade. Ist kurz vor der Fertigstellung. So, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. Moin. Moin, wir sind also immer noch hier in den USA unterwegs, sind in Stockton. Stockton, das kann ich auch gar nicht so aussprechen. Ja, komisch, ne? In Kalifornien, sind also schon in der San Francisco Area irgendwie schon ein bisschen drin. Ja, was soll ich sagen? Die Nacht war für mich ein bisschen kurz. Ich habe heute Nacht das Ganze geregelt mit der Kreditkarte. Die hat jetzt wieder genügend Budget aufgeladen. Wir können also wieder weiterhin. Also von vorne. Okay. Wunderbar, sonst sehe ich mich immer so schleierhaft. So, einen wunderschönen guten Morgen und damit herzlich willkommen. Moin. Moin. Wir sind immer noch hier in Kalifornien, also in den USA unterwegs. Sind gerade in Stockton. Ich kann mir diesen Namen. Du kannst es gut. Stockton. Ja. Das ist die, schon die San Francisco Area so ein bisschen. Die nächste große Stadt an San Francisco. Ja, die werden wir heute Morgen erreichen nach dem Frühstück. Die Nacht war ein bisschen kurz, muss ich mal sagen. Für mich jedenfalls. So, können wir das Auto schon mal aufmachen für Johnny. Dann kann er nämlich schon mal seinen Koffer da reinpacken. Ich habe heute Nacht, ja, ging nicht anders, bei der Sparkasse in Bremen angerufen. Und jetzt ist unser Budget wieder aufgefüllt auf der Kreditkarte. Bisschen ärgerlich alles, aber jetzt können wir heute den Tag auf jeden Fall wieder voll genießen. Ja, bitte? Ich habe den Anruf in meinem Traum gehört. Also nicht so, dass ich davon geträumt habe, aber ich habe, was er gesagt hat, genauso ja, mitgehört. Du warst im Halbschlaf. So, und jetzt gehen wir frühstücken. So, sitzen wir auch schon beim Frühstück. Ich muss sagen, für ein Hotelfrühstück, was es hier bei manchen Hotels hier mit dabei gibt, ist es das beste Frühstück. Es gibt bei mir wieder leckere Waffeln, ganz frisch gemacht. Und hier so einen leckeren Teller mit Sausage und Kartoffeln und Rührei. Und bei Johnny gibt es erstmal Müsli und dann gucke ich mich noch rum, weil das sah alles sehr gut aus. Wir sind jetzt in San Francisco inzwischen und wir wollen gleich über die Golden Gate Bridge fahren. Das einzige, was ich wirklich von San Francisco kenne. Den Rest muss ich noch kennenlernen, aber bin ich schon sehr gespannt drauf. Auf jeden Fall, ja,
die Wolken hängen etwas tiefer und es regnet. Stefan meinte, er hat es noch nie anders erlebt. Hier in San Francisco, stimmt das? Auch schon mal mit Sonne, aber das ist irgendwie so typisch, dass es hier so diesig ist. Ja, was ein Glück, dass ich mir keine kurze Hose angezogen habe, wie Stefan. Das Wetter ändert sich noch. Wir werden nicht gut vorbereitet in unserem Koffer. Gut, dass wir die dicke Jacke mitgenommen haben. Ich habe schon gedacht, ich brauche sie gar nicht mehr. Aber natürlich, San Francisco habe ich ganz vergessen gehabt. Wir haben ja 61 Grad Fahrenheit. Naja, es ist ein bisschen nieselig und dieselig nicht mehr, aber diesig. Ein bisschen windig. Aber jetzt gehen wir erstmal zu Fuß über die Golden Gate Bridge. Und einmal zurück. Aber erst, ob wir ganz rüber gehen, glaube ich, könnten wir glaube ich weniger, aber machen wir erstmal jetzt. Schon rüber gedüst und da ging das halt richtig schnell. Und wie lange sind wir jetzt schon gelaufen? 10 Minuten. 10 Minuten und wir sind erst bei diesem ersten von diesen Gates hier. Mit den Pfeilern, ja genau. Ja. Gut. Wie viele gibt es? 2 oder 3? 2. Ich weiß auch nicht genau. 2 oder 3. Ja, das dauert natürlich, aber ist ja egal. Ist ja schön, wir haben eine tolle Aussicht. Zwar nicht so weit, aber wir blicken hier gerade auf Alcatraz. Wir sehen auch ein bisschen von der Skyline von San Francisco, aber auch nur ein bisschen. Alles im in Diesigkeit verschluckt. John, how's life in San Francisco? Ja, jetzt gerade gut, da hinten nicht so. Wir laufen hier schon ein bisschen, weil da hinten war es ein bisschen dreckig. Ja, wir laufen jetzt in Richtung Fisherman's Wharf. Es geht gerade abwärts, aber wir müssen mal eben kurz drehen. Da sehen wir schon, dass es da auch wieder
nach oben geht. Also immer schön fit bleiben. Ja, ich habe mich nicht beschwert. So, bei bestem Wetter, ist ein bisschen windig, aber es ist ja für die Location hier normal, sind wir jetzt an der Fisherman's Wharf angekommen. Das ist so eine Touristenmeile hier mit Restaurants und Läden. Aber wir sind am Wasser und wir genießen das ein bisschen jetzt heute mal, dass wir das Auto stehen lassen können für den Rest des Tages und endlich mal frische Luft einem entgegenkommt. Ja, und Sonnenschein. Aber wir haben schon wieder Hunger. Das ist erstmal jetzt das nächste, was wir vorhaben. Wird natürlich nicht ganz billig werden, wenn wir hier essen, aber egal. Hunger ist wichtiger. Mal wieder McDonald's geworden. Wir haben mal nach den Preisen geguckt. Ja, wo viele Touristen sind, ist der Preis hoch. Also für eine Pizza $28, muss ich sagen. Nein, danke. Wenn es günstiger geht. Ja, dann lieber $30 bei McDonald's für uns beide zusammen, oder? An der Fisherman's Wharf gibt es auch ein paar... Oh, thank you. Hier ist noch Strohhalme. Ach, die haben wir schon drauf. So, ich wollte nur sagen, bei Fisherman's Wharf gibt es natürlich auch Restaurants und genug zu essen, aber für eine Pizza $28 zu bezahlen, dann lieber $30 für das Ganze hier. Mit Getränk, Eistee. Was haben wir hier? Double Quarter Pounder mit Käse, Chicken Nuggets und John hat sich geholt oder wer auch immer. Ich nee, das ist ja deiner, genau. Ja. Ich hab den mit Bacon noch. Guten Appetit. So, ich habe den noch nie gegessen. Stefan hat den mal bei Mc's das letzte Mal genommen und deshalb wollte ich den auch mal probieren. Das ist Qualität. Ich weiß gar nicht mehr, wie dieser Burger hier heißt. Das ist auch das Double Quarter Pounder. Aber irgendwie noch was im Extra. Ich glaube Bacon noch dabei oder irgendwie sowas. Schönes Ding, oder? Ich rede für meinen großen Hunger. Ja, das schmeckt. Wir haben uns dafür Tickets geholt und werden damit gleich fahren. Ich
ich kannte die Dinger vom Sehen, aber ich habe sie jetzt bis jetzt noch nie in echt gesehen. Ich kannte sie eigentlich nur so aus einer Mario Kart Strecke und habe einmal ein paar Bilder und in Filmen sowas gesehen und bin jetzt froh, dass wir auch damit gleich fahren werden. Cablecar-Fahrt, boah, ganz schöner Zungenbrecher, geht es auf jeden Fall weiter mit der Roomtour. Und ja, wir sind gerade eingecheckt und sind gespannt auf unser Zimmer. Okay, Moment, erstmal die Tür zu machen. Wir haben wieder separat ein Waschbecken und die Toilette ist hier mit der Badewanne zusammen. So, weiter geht's. Ja, hier haben wir Chips, die wir hier hingelegt haben, Stefan, und hier ist dann noch so eine Arbeitsfläche, hier ist dann das erste Bett, das zweite Bett und von hier haben wir dann eine schöne Aussicht auf den Fernseher. Ja, die schöne Aussicht haben wir hier jedoch nicht. So, das war das Wort zum, was haben wir heute denn? Dienstag, glaube ich. Ja, Dienstag haben wir heute. Ja, wir versuchen jetzt gerade hier Netflix zu installieren, aufzurufen, denn das Fernsehprogramm hier ist nicht empfangbar, weil der Receiver wohl aus ist in diesem Hotel. Naja, es passt irgendwie alles zusammen, was wir eben auch so erlebt haben hier. Wir sind, wollten eben eigentlich nochmal hier gucken, ob wir irgendwas essen können. Sind dann mal so ein paar Straßen nach links und nach rechts abgebogen und das kann sich wirklich keiner vorstellen, was hier los ist, im negativen Sinne. Die ganzen Straßenzüge sind voll mit irgendwelchen Leuten, die auf der Straße leben. Crackies. Die zelten da, die machen Bewegungen, Verrenkungen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ey, du kommst dir vor wie bei The Walking Dead. Wirklich. Ey, ne, wir laufen da lang so, wir dachten so, normale Wohngegend, das sah wirklich schön aus, aber da waren halt keine Touristen und deshalb war das Ganze, ne, wirklich. Und da stand einer so, er macht immer gesehen so. Warte, ah, oh, ich hab mir wehgetan, Krampf. Er macht die ganze Zeit so. Ja. Ja. Ja, es ist schlimm, also sowas habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ich habe auch nicht geahnt und gewusst, dass das hier so abgeht. Also ganze Straßenzüge, Horden von Leute, die da standen. Von dem Geruch möchte ich gar nicht erst sprechen, was hier abgeht. Wir werden uns heute, also jetzt noch einen Fernsehabend hier machen. Wir werden relativ früh schlafen gehen, um dann morgen hier schnellstmöglich rauszukommen. Und wir sind ja ganz froh, dass wir heute einen so tollen Tag in San Francisco hatten eigentlich. Natürlich waren wir da in einer Gegend, die wohl für Touristen sauber gehalten wird. Es ist, mir fehlen echt die Worte. Teilweise, was wir hier eben so gesehen haben. Da kann man froh sein, dass man hier im Hotel sicher schlafen kann. Also ja, wir haben ja auch schon gerade
zwei Knälle gehört, dass hier irgendwelche Schüsse waren. Das waren keine Schüsse, das waren irgendwelche Feuerwerkskörper, keine Ahnung. Ja, so, dann bis morgen.